Hallo ihr Lieben und willkommen zu Part 3 der Barbie Legacy Challenge. Vor uns sehen wir unsere wunderschöne Barbie und dafür, dass sie richtig schlecht gelaunt ist, sieht sie ja mal mega happy aus. Weil sie muss super dringend auf Toilette und hat Hunger, aber wir haben noch keine Toilette. Deswegen glaube ich, muss sie sich wahrscheinlich jetzt erstmal einmal einpieseln. Ja gut. Okay, die Blase versagt auch schon. Tut mir so leid, Girl. Aber dann kannst du immer ganz schnell die Sachen einmal alles verkaufen. Im letzten Part ging es ja mal mega ab. Sie ist auf einmal im letzten Part mit jemandem in der Sauna gelandet. Und die große Frage ist sie schwanger? Nicht. Das ist wirklich so die große Frage hier, die ich bisher auch noch nicht beantworten kann, weil wir bisher haben ja noch keinen Schwangerschaftstest gemacht und müssen wir ja noch ein bisschen abwarten. Ich würde aber sagen, ich lasse sie mal einmal ganz schnell hier die Sachen ernten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sie einmal alles abgeerntet hat. Oh mein Gott, hier gibt es sogar Essen. Ach nee, das hat sie gestern gemacht. Das war verdorben. Ich wollte ihr was geben, aber es ist verdorben. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay Leute, eigentlich hat uns gerade sogar... Ach, Chris hat uns, glaube ich, gerade angerufen, aber irgendwie... Ich habe das erst zu spät gesehen, weil ich sie gerade ja hier noch ein bisschen Sachen machen lasse. Aber ich habe jetzt überlegt, dass ich es ganz cool finde, wenn wir einmal schnell ins Fitnesscenter fahren wegen der Dusche und so weiter. Und das ist hier oben. Und daneben wäre sonst auch ein Café hier vorne. Und da ist ja sonst auch noch ein Restaurant. Und hier ist ja ein Park, das heißt, wir können da auf jeden Fall noch ein bisschen was besuchen. Weil ich würde halt sie erstmal duschen gehen lassen. Dann würde ich erstmal schauen, was brauchen wir denn noch? Und das würde ich dann einfach, dann schauen wir einfach mal, was sie jetzt noch braucht, um ihre Bedürfnisse ein bisschen weiter zu füllen. Sie muss ja auf jeden Fall duschen. So die Frage, Mädchen oder Jungs? So, Mädchen ist hier. Dann gehen wir da immer schnell duschen. Ich habe ja ein bisschen Angst, wenn sie jetzt den Schwangerschaftstest, dass da irgendwas Schlimmes rauskommt. Da habe ich wirklich ein bisschen Angst. Da vorne ist auf jeden Fall ein Park. Der sieht auch super schön aus. Das Café, das haben wir auch schon gesehen. Das fand ich auch mega schön. Und hier ist ja so ein kleiner Parky-Park mit Erdbeeren. Ja. Kann man hier gleich noch was ausgraben. Aber hier vorne sieht es auch so aus. Jetzt können wir hier was ausgraben. Das würde ich dann einmal machen, wenn sie fertig. Ach nee, warte. Okay, aber wir wollen natürlich nicht auf den Flohmarkt. Wir wollen natürlich nicht auf den Flohmarkt erstmal mit ihm gehen, weil wir noch total überfordert sind, was gestern alles passiert ist. Ja, sie hat sich die große Liebe gewünscht. Aber dass es jetzt doch so schnell ging, das weiß ich nicht, ob sie sich das so vorgestellt hat. Oder ob es dann doch etwas plötzlich kam. Und ich glaube, da ist sie eher auf der Seite O. War ganz schön plötzlich. Ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war. Also, dass sie denkt, dass es ein Fehler war, das mit Chris zu machen. Aber ich glaube, sie sieht es als sehr plötzlich an. Okay, wie gesagt, sie gräbt jetzt ja immer noch was aus. Und ich weiß gar nicht, was wir noch gefunden haben. Wir haben auf jeden Fall noch ein Fossil. Das können wir einmal extrahieren. Kriegen wir nochmal 70 Simoleons. Dann haben wir das hier. Kriegen nochmal 10. Dann haben wir die Teile. Kriegen auch nochmal 10. Und dann haben wir noch die Blumen. Die können wir auch einmal verkaufen. Und dafür kriegen wir auch nochmal ein bisschen Geld. Und somit haben wir dann schon fast 3000. Sie hat ja ein bisschen Hunger. Zum Glück ist es nicht Chris, der jetzt hier vorbeigekommen ist. Was haben wir eigentlich noch so für Grundstücke? Ich will nur mal so ein bisschen die Gegend abklappern. Und wir haben hier noch ein Badecenter. Sie könnte halt auch ins Schwimmbad gehen. Das könnte ich mir auch ganz cool vorstellen. Oder in das... Ach nee, ins Fitnesscenter, glaube ich, geht es erstmal nicht. Ich glaube, ich gehe noch mit ihr in das Schwimmcenter. Dass wir da noch so ein bisschen die Gegend abklappern. Und dann würde ich... sagen, dass sie dann den Schwangerschaftstest macht. Weil vielleicht war sie im Schwimmbad und hat sich so ein bisschen aufgebläht gefühlt und hat sich so irgendwie ist mein Bauch ganz schön aufgebläht und kam dann halt auf die Idee, vielleicht sollte ich meinen Schwangerschaftstest machen. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es hier was zu essen gibt. Das ist jetzt so eine Frage, aber ich glaube, sonst war ja auch hier, war ja glaube ich auch irgendwo was, wo man sich was zu essen holen konnte. Okay, sie hat schon, hatte sie was, sie hat auf jeden Fall irgendwas. Sie hatte noch was im Inventar.
Jetzt gerade schwimmt sie ein bisschen. Das ist ja auch ganz okay. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht so baden war und vielleicht, also, dass sie zwar noch in ihren Badeanzug reingepasst hat, aber der halt schon ihr Bauch da schon ein bisschen zum Vorschein kam. Weil wir können jetzt so sagen, es ist jetzt so 1, 2 Monate nach dem Militär und sie ha hätte halt nicht damit gerechnet. Ah doch, hier ist was. Okay. Dann gehen wir wieder einmal hin und bestell dir mal bitte einmal Sa Primavera. Es war das teuerste, aber ich finde, das ist irgendwie auch so das realistischste. Oder vielleicht so Popcorn, nee, Erdbeerbrausetörtchen finde ich, glaube ich, passt noch ein bisschen besser. Aber ich würde jetzt nicht das günstigste nehmen, nur weil wir nicht so viel Geld haben. Okay, Leute, Chris ruft uns schon wieder an, jetzt will er mit uns essen gehen. Aber wir sind natürlich gerade nicht, natürlich gerade keine Zeit. Er will auf jeden Fall Kontakt mit uns in Kontakt treten, aber wir blocken diesen halt gerade noch so ein bisschen ab. Das ist halt auch so schön hier. Dann müssen wir halt nochmal was bauen, weil beim letzten Mal haben wir ja hier so ein richtig schönes, kleines Gebäude gebaut. Das finde ich, sieht auch sehr toll aus. Aber jetzt müssten wir halt hier mal so ein bisschen noch mehr ein bisschen anbauen und vielleicht haben wir dafür ja noch ein bisschen Geld, weil ja, dann können wir hier sowas hinbauen. Und dann können wir erstmal hier so eine Tür reinmachen. Dann können wir hier erstmal so ein Bad hinmachen. Also eine Toilette. Eine Toilette. Dann können wir noch eine Dusche hier reinmachen. Vielleicht so nicht erstmal. Wir geben hier erstmal, weil das günstigste, damit wir erstmal überhaupt irgendwas haben. Weil erstmal geht es ja nur darum, dass man überhaupt, dass sie überhaupt etwas, also dass sie überhaupt erstmal was hat zum Leben. Und dann können wir ja nach und nach immer noch was Teureres kaufen oder was Schöneres. Und dann könnten wir sonst auch schon mal hier das so ein bisschen erweitern. So vielleicht bis hierhin. Sie kann, also wir könnten ihr wirklich schon ein richtiges Haus bauen. Vielleicht mache ich das auch einmal, weil wir haben ja jetzt das Geld. So, dann machen wir noch eine Eingangstür. Ja, passt schon. Passt erstmal hier hin. Alles paletti. Und dann können wir hier so eine Eingangstüren packen. Eigentlich würde ich da schon gerne eine schönere Eingangstür machen, aber ich glaube, wir kaufen erstmal hier sowas hier, weil ich finde, das geht noch klar. Und dann können wir erstmal von draußen sowas Rosanes dran machen. Vielleicht gab es da irgendwas und sie hat sich das mal gekauft. Ja, sowas hier passt auch. Perfekto. Und dann können wir das sehen. Kühlschrank einmal hier reinpacken. Und dann hätten wir schon mal ein kleines, feines, ja, kleines, feines Dings da. Kleines, feines Haus. Dann können wir das Dach hier noch ein bisschen schöner hinmachen. Ja, und dann sieht's doch erst ganz okay aus, soweit. Also ja, es ist wirklich nicht schön, aber fürs Erste geht's ja auf jeden Fall erstmal. Deswegen glaube ich, passt das erstmal. Und ich wollte eher sowieso eine Toilette machen. Und deswegen können wir jetzt einmal einen Schwangerschaftstest machen. Okay, erstmal vorher. Ich will das nicht mehr ändern, aber wäre glücklich, schwanger zu sein. Okay. Sie wäre also glücklich, schwanger zu sein. Und würde auch sagen, das lasse ich jetzt erstmal so. Okay, Stop Girl. Zeig uns doch mal bitte dein Schwangerschaftstest. Das ist immer total aufregend, weil das ist halt auf dem Watch. Warte mal, ich brauche einen besseren Blick. So, bist du schwanger oder nicht, Girl? Oh, meine Hand zittert. Oh mein Gott, ich glaube, sie ist schwanger. Oder, ja, okay, ja gut, sie ist schwanger, weil sonst würde sie anders reagieren. Freut sie sich? Freut sie sich? Ja, du, oh mein Gott. Also, sie ist schwanger. Oh nein, das ist ja schlecht. Ich freue mich, dass sie schwanger ist, aber sie hat kein Geld. Sie hat nichts hier. Ich freue mich. Also sie ist schwanger und doch, ich sehe Barbie schon da dazu, dass sie Chris anruft und sagt, ey, ich bin schwanger von dir. Hast du vielleicht Bock mal vorbeizukommen? Vielleicht kommt er. Okay, er kommt. Er kommt direkt vorbei und wir gehen natürlich raus. Wir lassen ihn natürlich nicht rein. Und wir fragen ihn erstmal, wie geht's dir denn so? Weil sie wünscht sich ja auch mit ihm nach dem Tag fragen, du solltest nicht rein. Wieso gehst du jetzt auf Toilette? Wir müssen aber auf Toilette, aber du hast gerade einen Schwangerschaftstest gemacht.
Okay, wir reden jetzt mit ihm nach Tag und er sagt uns, ja, mir geht's ganz gut. Dann fragen wir ihn nochmal nach seiner Karriere und dann müssen wir ihm das mal CV doch. Ah nee, warte mal, vielleicht solltest du erstmal fragen, ob er sich freut, ein Kind zu bekommen und nicht gleich mit der. Aber er freut sich. Oh mein Gott, er ist glücklich darüber, dass. Oh mein Gott. Okay. Er freut sich auf jeden Fall von Schwangerschaftsschwärmen. Nein. Nein, lass mich doch jetzt mal. Mann, könnt ihr auch nicht wirklich. Okay. So, von Schwangerschaftsschwärmen. Es schneit. Schön. Kannst du mal bitte draußen bleiben, Boy? Dann wirst du bitte von der Schwangerschaft schwärmen und du bist richtig glücklich, dass sich Chris auch so freut und Chris freut sich natürlich auch. Dann werden wir ihm einmal nach dem Kinderwunsch fragen und ja, dann passt das schon alles. Bitten um Begleitung zur Geburt können wir ihn ja auch einmal fragen. Aber ich wollte ihm eigentlich noch was fragen. Ja, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich will, dass er das Baby begrüßt, weil ich habe die ganzen Sachen noch nicht probiert. Er wollte das Baby nicht begrüßen. Vielleicht, weil, also ich denke, also da sehe ich jetzt noch nicht so viel. Ich glaube auch, er wird jetzt erstmal fragen, soll ich dir ein bisschen helfen bei dem Kind, organisieren, Baby zu versorgen. Ich glaube, wir werden ihn jetzt einfach fragen, ob er doch zu uns ziehen will. Und wenn er sagt, nein. Ja, wir werden erstmal einmal alles auf dem Grundstück verkaufen. Okay. Das war mir schon fast klar, aber das will ich nicht, dass er so viel Geld mitbringt. Also ich würde ihn erstmal 25.000 lassen, weil, oder 20, ich mache mal auf 20.000, weil er hatte ja normal in der Kasse 20.000 und er wohnte halt in einem dieser Riesenhäuser. Aber ich finde das halt irgendwie blöd. Und deswegen sagen wir jetzt einfach eher. Hat 20.000 Euro mitgebracht. Und das heißt, dann werde ich einfach zum nächsten Part mal hier so ein bisschen was umbauen. Weil das geht ja so natürlich nicht weiter. Aber das heißt, wir haben jetzt erstmal ein bisschen Geld. Ich weiß natürlich, das geht alles hier ganz schön schnell mit dem Let's Play. Aber es ist ein Barbie-Nörgels hier und ich will halt auch, dass es wirklich so ein bisschen schneller vorbeigeht. Dass wir halt irgendwie, ich will halt nicht so 50 Parts, also ich will halt nicht so, also 50 Parts finde ich noch okay, aber ich muss es halt nicht so lang ausreizen. Mir reichen 25 Parts in der Generation. Ich finde es dann auch irgendwann ein bisschen, ich finde, mir wird immer so schnell langweilig in so Generationen. Wenn ich so 50 Parts mit einer Generation spiele, wird mir dann irgendwann auch ein bisschen langweilig. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Dass wir dann sagen, ah, okay, wir ziehen ein bisschen früher aus, weil ich finde es halt noch nicht schlimm, dass wir da ein bisschen früher ausziehen. So. Verändern. Und falls das Geld halt nicht reicht für den Umbau des Hauses, kann ich ihm natürlich immer noch ein bisschen Geld hinzuschieben. Das ist ja gar kein Problem. Hat er eigentlich mehr Geld mitgebracht, aber ich finde es halt irgendwie, wenn die jetzt so gut gleich schon so viel Geld haben, das finde ich irgendwie ein bisschen unrealistisch. Okay. Dann will ich aber, dass du einen Job angehst, weil was auch sonst. Weil ich finde es halt schon ganz cool, wenn wir einen so Mann haben, der halt so auch so arbeiten geht und nicht nur zu Hause ist. Oder so im Militär. Boah, Militär, ja doch, ich will, dass du Militär machst. Okay, dann geh doch mal bitte einmal joggen. Ja. Du kannst ja mal einmal joggen gehen. Weil ich glaube, das passt ganz gut, wenn ich sage, so, ach, guck mal, die Joggesaufgaben sind sogar joggen gehen. Und Barbie kann ja mal kochen, weil sie muss natürlich auch das absolvieren, die Stufe 10 der Erziehungsfähigkeit und Stufe 10 der Kochfähigkeit. Und sie muss das ja auch noch maximieren. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das dann auf jeden Fall noch ein bisschen machen. Aber erstmal kocht jetzt einmal hier und er joggt jetzt gerade hier ein bisschen. Haben wir gerade, ach, wir haben Geld bekommen, weil er die Aufgaben erreicht hat. Er hat aber auch nur, also er ist gerade mal bei so Viertel. Vielleicht lasse ich ihn danach nochmal eine Runde joggen gehen, dass er halt einfach dann so ein bisschen
also dass er dann halt gut seiner Beförderung nahe kommt. Weil vielleicht ist das halt so sein Ziel, so die Beförderung. Und Barbie ist halt so die super gute Hausmutter. Und er war halt ein richtig guter Geheimagent oder was auch immer ich da gerade angenommen habe. Ich weiß es nicht mehr. Okay, ich will auf jeden Fall so einen großen Tisch. Aber es ist halt die Frage, wollen wir lieber so einen Wagen, ich finde den halt voll geil. Also, ich finde den richtig cool. Ich weiß, es ist alles super teuer, was ich hier gerade kaufe. Aber ich finde den so geil. Also, der muss her. Können wir so rosane Stühle kaufen? Da passt eigentlich keiner hin. Okay, dann haben wir halt nur fünf. Aber sieht ja auch nicht schlecht aus. Ich finde das Haus, das nimmt langsam sogar voll gut Gestalt an. Ich denke mal, sie muss auf Toilette, aber sie mag wohl unsere Toilette nicht so gerne. Also er ist richtig krass im Joggenfieber. Das Outfit sieht jetzt auch nicht so mega toll aus. Hier kannst du mal wieder einmal. Ich würde es ganz schön finden, wenn du doch noch mal eine Runde joggen gehst. Weil, ganz ehrlich, du hast noch nicht Stufe 2 erreicht und vielleicht solltest du das jetzt noch mal einmal schnell machen. Hier kannst du mal wieder dein Grillkäse-Sandwich weiter aufessen. Und das packe ich mal bitte einmal in den Kühlschrank. Deine Pflanzen jetzt, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß überhaupt nicht, was sie mit. Die schicken sie, wir müssen sie mal einmal zum Arzt schicken. Und er wurde jetzt befördert und kann jetzt ja auch nach Hause gehen. Fitnessmarkt, finde ich, passt ganz gut. Okay, er war zum Glück auch jetzt nicht so weit weg. Können die mal bitte hier einmal gehen, weil die regen mich ein bisschen auf. Kannst du dir bitte einmal Resten nehmen, damit wir mal ein bisschen vorankommen, weil Barbie ist ja gerade beim Arzt. Und morgen ist, oh, kannst du mal bei deinem Grillkäse-Sandwich essen? Morgen ist ja, glaube ich, schon der Tag, an dem wir das Ultraschall machen. Und das würde ich natürlich gerne machen. Ach nee, es dauert ja ein bisschen länger, nachdem ich ja die Zeit ein bisschen verändert habe. Barbie ist schlafen. Deswegen würde ich auch sagen, kann der liebe Ken oder Chris, aber ich glaube, wir nennen ihn einfach mal Ken, schlafen gehen. Ja, es war neu müde, aber egal. Okay, Leute, das ist jetzt der nächste Morgen. Er räumt jetzt hier mal einmal ganz kurz was auf und kümmert sich jetzt mal ums Kochen. Oder er nimmt halt einfach, aber eigentlich, vielleicht backt er mal was. Vielleicht backt er jetzt einfach so Brotstangen zum Frühstück, weil er muss um 6 Uhr schon auf Arbeit stehen. Und deswegen glaube ich, macht er jetzt mal schnell Brotstangen zum Frühstück, weil Barbie schläft ja auch noch. Das ist ganz angenehm. Sie ist jetzt 2 Tage im zweiten Trimester. Da müssen wir mal, also zweites Trimester und 2 Tage. Dafür dachte ich, sie ist schon im zweiten Trimester. Und wir gehen auf jeden Fall zur Arbeit, weil wir haben uns ja extra dafür angestrengt, befördert zu werden. Weil er ist ja schon Stufe 2 der Fitnessfähigkeit und war auch schon joggen. Und er ist ja Militär, befreiter 4. Klasse. Ja, vielleicht wird er ja heute schon befördert, aber das glaube ich nicht. Vielleicht aber auch schon. Mal schauen. Ein Dach, eine Familie. Oh mein Gott, ist das schön. Das hatte ich noch nie, dass jemand diese Stimmung hatte. So schön. Oh Gott. Er muss auf jeden Fall gleich zur Arbeit, Barbie schläft noch. Oh. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass Barbie doch mal in ein Café gehen könnte. So als einfach, weil sie sieht super glücklich aus. Und ich glaube, jetzt so ein Café, so schön zum Frühstück, was Leckeres essen, glaube ich, tut ihr sehr gut. Und deswegen setzt sie sich doch einmal hin und wartet auf die Bedienung. Und oh, die ist sogar auch schwanger. Oh mein Gott, das ist ja voll süß. Okay, dann können wir nämlich mal einmal zu der Bedienung gehen. Und wenn ihr vom Herzen kommt, ist ein Kompliment machen, dann werden wir mit ihr über Interessen reden, da werden wir sie nach ihrem Entbindungstermin fragen und werden ihr einfach auch die großen Neuigkeiten erzählen und werden dann einfach hier zum Heressen ein Schokobrötchen essen. Wieso nehme ich was auf? Ich glaube, sie versteht sich halt voll gut mit der Bedienerin. Okay, wir werden sie mal einfach nach ihrem Abschluss fragen. Oh, der sieht ja auch geil aus mit den seinen Boards, mit seinen Boarkits. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man oben sowas hat. Hey, Chris ruft uns an. Hey Barbie, ich habe das Gefühl, dass ich etwas Neues und Spannendes ausprobieren sollte, wie zum Beispiel eine Karriere wechseln. Was denkst du davon? Denke, du solltest deinem Herzen folgen. Sagt sie jetzt einfach. Ja. Was hat sie studiert? Kunstgeschichte. Okay, cool.
Der hat sie an der Universität von Worcester. Fragen Sie mal einfach mal, ob sie Single ist, auch wenn sie schwanger ist. Nein, du bist nicht kokett mit ihr. Wieso ist denn das kokett, ey? Hier, also sie ist Single, auch wenn sie schwanger ist. Also, ja gut, wir sind, na gut, wir sind vergeben, also bitte. Jetzt steht auf einmal, dass bis zwei das Trimester 19 Stunden sind, stand eigentlich vor noch 2 Tage. Also sie ist irgendwie, sie hat irgendwie Hunger. Naja. Sie planen dann hier jetzt auf jeden Fall gerade noch mit der. Nein, du machst jetzt nicht noch was Kokettes. Ist ja hier nochmal was zum Ausgraben, dann können wir ja nochmal einmal ganz kurz hier ein bisschen ausgraben. Aber ich glaube, hier ist nichts. Hier an der Stelle ist wirklich auch, also ist nicht so viel wie bei uns vorne. Deswegen, also ich würde sie einfach noch so lange, bis ihr Freund von der Arbeit kommt, hier lassen. Das ist so geil, dieses Café. Ich finde, das ist so schön und so gemütlich. Auch hier mit dem Shop hier. Ach, ich finde das so süß. So nach der Hochzeit hier so hingehen oder so. Finde ich halt aber richtig sweet. Vielleicht kaufen wir noch einen Snack, weil sie hat ja noch ein bisschen Hunger. Wir nehmen so eine Pepperoni-Pizza-Rolle. Und die kann sie ja mal bitte einmal essen. Vielleicht hat sie darauf jetzt aber richtig Bock. Chris ruft uns nochmal an. Okay. Ich hoffe, dein Hunger ist danach auch einigermaßen gut gestillt. Ja, ist er? Okay, dann fahren wir nochmal nach Hause. Weil gleich kommt ja auch Chris von der Arbeit. Doch gleich kommt Chris von der Arbeit. Und vielleicht hat er ja irgendwas Tolles zu erzählen. Vielleicht auch nicht. Wir werden mal schauen. Ich finde das irgendwie voll schön, dass es beiden so gut geht. Also einigermaßen gut geht. Chris ist auch irgendwie schon wieder hier. Oh mein Gott. Das ist so süß. Das ist Schwangerschaftskuscheln. Oh mein Gott. Oh, das ist so süß. Okay. Kannst du mal wieder einmal ganz kurz dich auch rasieren? Beinbehaarung rasieren. Dass wir das mal einmal gemacht haben. Und dann erzählst du mal wieder einmal eine unglaubliche Geschichte. Und wirst ihn einmal küssen. Ja, wir erzählen ihm einfach noch ein bisschen was. Wir sprechen über Fitnesstechnik, nochmal über die Hochzeit. Vielleicht wollen wir ja irgendwann noch heiraten. Also wir werden auf jeden Fall heiraten. Also das glaube ich, das steht auf jeden Fall fest. Genau. Ich frage mich bloß gerade, sie kann sich irgendwie nicht rasieren. Also bei mir ist das ein bisschen komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso die beiden gerade. Wieso haben die auch immer so eine richtig schlechte Beziehung? Nicht, wieso die jetzt so viel Minus gerade bekommen haben. Aber vielleicht sind das einfach die anfänglichen Schwierigkeiten. Wenn sie sich bestimmt geküsst wieder haben, dann klappt das bestimmt wieder. Und wenn sie die Wange geküsst haben und einfach ein bisschen Zeit wieder miteinander verbracht haben, dann passt das bestimmt total. Und dann sind wir wieder auf einem richtig guten Niveau. Eben nochmal wieder die ewige Liebe. Und danach könnt ihr zusammen einmal Abendessen, weil wir haben ja noch Grillkäse von gestern und der muss ja auch langsam mal aufgeleert werden, also aufgegessen werden. Dann können die beiden ja ein bisschen Grillkäse essen und sind jetzt einfach hier richtig am Essen und freuen sich einfach sehr drauf und danach wird alles abgeräumt. Ich weiß, ich kann den Part irgendwie so gar nicht einschätzen, wie er lang er ist, aber ich glaube, dass ich jetzt erstmal an dieser Stelle den Part beenden will. Zwischen den beiden knarzt es manchmal auf jeden Fall. Und deren Beziehung ist auf jeden Fall nicht rosig, wie es so am Anfang bei verschiedenen Paaren ist. Doch bei denen ist alles so ein bisschen, ich würde mal sagen, manchmal ein bisschen durcheinander. Und so genau wissen, wie sie fühlen, glaube ich, wissen sie auch noch nicht so ganz. Aber ich finde, die beiden wären ein sehr schönes Paar. Und ach, da fällt mir noch ein, wenn sie gerade so ein Foto macht. Also erstens, sie ist so wunderschön. Aber wir haben ja noch die Bilder. Nehmen wir davon mal eins auf. Das würde ich ganz schön finden. Und dann können wir auch nochmal ein Bild machen. Vielleicht geht er einfach mal zu ihr raus und wird sie einfach nochmal nach einem Foto fragen. Dass wir halt einfach erst noch so ein schönes Foto von den beiden haben. Und ja, finde ich auch ganz süß. Okay, dann einmal hier
Die Mausi einmal abfotografieren. Ey, das Girl ist so schön. Machen wir noch ein schnelles Foto? Ah, da müssen wir es halt auf die machen. Aber ich finde, die beiden werden voll das sweet Paar. Oh mein Gott. Also, die beiden sind ja ein Paar, aber ich sehe die beiden immer noch sehr gut zusammen. Aber gut, an dieser Stelle würde ich dann auch den Part beenden. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich herausfinden, mit wie vielen Kids die liebe Barbie schwanger ist und was mit wie vielen Kids und welches Geschlecht die Kinder haben. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe natürlich, dass ihr Lust habt, weiter dieses Let's Play zu schauen. Und dann würde ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, wie ich auch gerade gedacht habe, und jetzt geht ich ganz deutlich, deswegen muss ich jetzt mal Tschüss sagen. Tschüssi.